Der Gutsheim Club. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Reich oder arm, ein Schwindler bleibt ein Schwindler. Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play vom Bioshock Infinite. Wir befinden uns aktuell mit Elizabeth im Gutsheim Club und haben hier direkt zwei Missionen. Einmal sollen wir Shen Lin hier befreien, damit wir die Waffen an die Vox Populi liefern können. Allerdings wird Shen Lin hier von Jeremiah Fink gefangen gehalten, der auch uns schon erwartet zu einem in Anführungsstrichen Bewerbungsgespräch. Zum anderen müssen wir hier noch das Codebuch finden, um das Chiffre der Vox Populi entschlüsseln zu können, das wir im letzten Video gefunden haben. So, euch fällt es vielleicht schon auf, ich hatte jetzt ein paar Tage Pause beim Spiel, ich hoffe, ich komme jetzt gut wieder rein. Ich musste leider das Headset wechseln und es kann sein, dass es vom Mikrofon her gerade einen qualitativen Wechsel gibt. Ob der jetzt positiv oder negativ ausfällt, das wird sich dann noch zeigen. Das werde ich dann nach dem Video überprüfen. Also es kann sein, dass hier einige Sachen jetzt nicht so ganz in Ordnung sind. Ich hoffe allerdings das Beste. Wir wollen jetzt uns erstmal im Gutsheim Club umschauen und glauben nicht, dass wir gute Zeiten haben werden. Da sind's, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass er uns hier gegen die Vox Populi jetzt aufwiegeln will. So, das Kinetoskop haben wir uns schon angeschaut. Haben wir den Verkaufsautomaten? Haben wir doch eigentlich auch schon. Ja. Schauen wir mal, ob es hier was Neues gibt. Nein, es sind immer noch dieselben Sachen. Aber jetzt ist endlich hier die Tür auf. Oh, danke. Stimmt ja. So, wir wechseln auch zum Schockjockey. Und dann bin ich mal gespannt. Das sieht mir doch hier nach Kampf aus. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also jetzt. Ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Verehrer von Lady Comstock. Aber ohne das alte
Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich hab ihn an der Jobbörse ergattert. Keine Gnade für uns! Kein Geld! Ja, das war's ja wohl. Ich hab Munition! Unter, hier! Danke. Vielen Dank. Interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Hier ist etwas Geld. Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Na, das wird sich noch zeigen. Fertig. Ah, okay, wir sind voll. Aber ich wette, dass hier noch irgendwo was versteckt ist in diesem großen Raum. Hier kamen wir ja her, genau. Hier hat doch gerade irgendwo was geblinkt. Halt doch genau gesehen. Tresor, der geknackt werden kann. Hier finden wir etwas Ausrüstung. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Ja, ja. Hemd, Schockjacke. Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu schocken. Opfer sind 2 Sekunden lang verwundbar und nehmen 50 Schaden. Nehmen wir erstmal. Ich glaube, unsere Weste, Jacke, wie auch immer, bringt uns aktuell mehr Munition. Da bleibe ich auch erstmal bei. Ja. Kannst du das knacken? Okay.
Dieses olle Schloss. Damit habe ich jetzt eigentlich gerechnet. Fertig. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Immer. Was hast du? Geheimgang? Guckst du da gegen die Wand? Liegt hier kein Roxophon? Bin ich jetzt eigentlich schon ausgegangen bei diesem Raum? Schauen wir uns weiter um. Hier muss ja auch irgendwo das Codebuch liegen. Erzählen, dass sie hier in diesem großen Bereich hier nichts finden an Voxophonen oder ähnlichem. Booker, da drüben ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's runter. Aber wir waren auch da oben noch nicht, oder? Doch, von da oben kamen wir. Aber gab's unten nicht auch noch eine Tür? Nein, wir kamen von hier, oder? Nein, von hier kamen wir noch nicht. Ha! Hier haben wir nämlich noch einen Kinetoskopen. Die First Lady. Von William R. Forman, 1909. Nummer 4, glaube ich, war's. Sehr informativ. Sehr informativ. Vielleicht können wir jetzt Chop Jockey hier aufwerten. Wenn er mal die Silver Eagle nehmen würde. So. Nein, immer noch die Bronco-Hilfe. Bockender Bronco, was wir ja überhaupt nicht verwenden. Okay. Aber ich meine noch irgendwo eine Tür gesehen zu haben. Abgesehen von der hinter der Bühne. Ich glaube, das war's hier auch erstmal. Ah. Hatten wir oben noch eine weitere Tür? Lieber nochmal nachschauen. Ich will hier nichts verpassen. Was ist denn mit der Tür hier? Aha. Sehe schon wieder eine Infusion da hinten. Hey, stehen. Da ist dein Lockpick. Oh, danke. Mehr Geld. Hier. Auch da danke ich. Nachgeladen sind sie. Sehr schön. So, eine weitere Infusion können wir uns hier nehmen. Da. Und wir erhöhen unsere Salze auf 6. Wupp. Genau das, was wir jetzt brauchen.
etwas Geld hinter der Theke, in der Bar. Wird doch auch mal langsam Zeit, dass wir noch eine der fehlenden Kräfte kriegen. Dementsprechend auch eine Tür. Nein, haben wir nicht. Ich renne einfach mal hier unten den Rand entlang. Das hier sieht mir sehr verdächtig aus, da ist aber nichts. Gut, jetzt machen wir das der Reihe nach oben. Ach so, die hat mich schon besucht. Na, gutes zu trinken gefunden. Schon drin. Der Raum, von dem ich vermute, dass wir was haben liegen lassen. Wieso kommen wir denn da nicht hoch? Scheinlich. Hier von der Bühne irgendwie. Führt ja in die Richtung. Hier liegt noch ein Voxophon. Von Jeremiah Fink. Meinungsänderung 12. August 1894, der Good Time Club. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Moderne Frau. Wir schreiben 1912. Es wird 2012. Das ist nicht für ein... Schenke mir Weisheit, Vater Franklin. Seid ihr blind? Scheint so. Damit dürfen wir auch wieder gut Geld zusammen haben. Wer wird denn hier gesucht? Vox-Anarchist Daisy Fitzroy. Was haben wir hier? Lockpicks. Irgendwo muss doch hier auch das Codebuch liegen. Also gerade hier, würde ich sagen. Vielleicht in einem Safe oder so. Da. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Hm.
Cornelius Slade in Zelle 6. Der ist ja wohl entkommen, wa? Ja, mach mal auf. Ich bräuchte hier Hilfe. Sieht kinderleicht aus. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. So. Flott. Mr. DeWitt! Ah, das Codebuch liegt hier. Natürlich. Was ist es? Das Buch für den Uhrenladen. Dürfen wir also nicht vergessen, den Uhrenladen nachher nochmal zu betreten. Ich glaube, der war ganz hinten in der Ecke. Hä? Das war doch hier gerade angewählt. Ach, der Revolver. Oh, ein Projektor. Können wir den auch starten? Was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lynn auch herholen? Schütte mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. War's das schon? Frage ist, ob ihr überhaupt noch lebt. Ach, was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Hat ja gut geklappt, Leute, mich aufzuhalten. Wollt ihr es nochmal versuchen? Lockpicks und ein weiteres Voxophon. Ach, mal wieder eins von Comstock selber. Zachary Hale Comstock, grausame Auffassung, 18. Dezember 1899, der Good Time Club. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der... Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Hund. Hallo, unterbrich mal hier nicht. Anscheinend nicht. Mann zu verweigern. Ist das nicht grausam? Grausam ist, dass wir hier unterbrochen wurden. So, nochmal. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten. Ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern. Ist das nicht grausam? Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Oder die eigene Gefolgschaft in Wassermassen zu ertränken? Grausamkeit kann lehrreich sein. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Also ein grausames Columbia. So, in Zelle Nummer 9 ist er, aber wir wollen uns natürlich auch die anderen Zellen anschauen. Infusionen, Ausrüstung, Voxophone, Dietriche, all das heißt es ja auch zu sammeln. Geld natürlich auch. Fangen wir mal mit Zelle Nummer 6 an.
Ach, Slade. Slade? Er ist... Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Ja. Hilf mir mal mit dem Schloss. Geschafft. Da haben wir Ausrüstung. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dass sie hier sowas finden, gerade wenn wir das Schloss hier knacken müssen. Schauen wir mal, was für Ausrüstung wir hier finden. Rosen, der letzte Mann. Wenn deine Gesundheit sehr gering ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Ja, ich lasse meine Gesundheit gar nicht erst gering werden. Also brauchen wir die nicht auszurüsten. So, dann hoffe ich mal, dass der gute Schändling noch lebt. Siehst du es auf, Elisabeth? Mal schauen. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Bitte. Gewiss, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Ja. Oh. Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Wo? Wo? Ist jetzt hier hingeguckt, oder? Wo? Bin ich gerade blind? Ist aber auch so dunkel hier und... Es blinkt ja auch nichts auf. Und ich würde jetzt sagen, hier an der Wand irgendwo, aber irgendwie sehe ich ihn nicht. Meintest du etwa den hier? Kann natürlich sein. Oh, ist das sehr dunkel. Mir gefällt das überhaupt nicht. Kann ich jemand Licht machen? Wahrscheinlich muss ich Licht machen. Und ich wage zu bezweifeln, dass Schindler noch lebt. Das sieht nicht gut aus, Leute. Definitiv nicht. Hallo? Gleich untersuchen? Ach, zu spät. Verdammt. Hank! Das hat er gemeint. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elisabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tod. Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Ah, ja, ja, wenn ja. Wenn wir diesen Riss betreten, Lutes. Dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Wir sollen also in ein alternatives Columbia. Ich kann diesen Columbia. Riss jederzeit öffnen. Bereit? Wir kommen nicht mehr zurück. Ich hoffe, wir haben ja alles aufgehoben.
Und dann zeig uns mal das alternative Columbia. Hallo? Okay, öffne ihn. Ich bin gespannt. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Wahrscheinlich nicht. Und ob wir das jetzt hier besser gemacht haben, das wage ich irgendwie zu bezweifeln. Hier ist auf jeden Fall irgendwas im Gange. Müssen wir jetzt auch alles nochmal abrennen? Finden wir hier jetzt wieder neue Voxophone und dergleichen? Ich frage mich, ob in Zelle 6 auch immer noch Cornelius Slate ist. Ist er? Also gab es in diesem alternativen Columbia doch den Kampf zwischen mir und Slate. Also so ein großer Unterschied kann es ja dann eigentlich nicht sein. Aber ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit dieser Behauptung. Die Frau hat mächtige Freunde. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Daisy Fitzroy hört deine Stimme, schließ dich den Vox Populi an. Na, das. Ich nehme mal an, dass sie die Waffen jetzt schon haben. Und ich nehme mal an, dass unser Deal dadurch geplatzt ist, falls es überhaupt das Luftschiff noch gibt. In dieser alternativen Realität. Sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Was? Booker, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Ich bin angeekelt. Angeekelt. Wieso bin ich noch hier? Ich hasse einen von mir. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Oh, wie unangenehm. Was machen Sie jetzt hier?
Was geht hier vor, Sandsmark? Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an Ihren Männern vorbeikamen und was sie im Keller wollten. Du sagst es, JF. Ich soll vor dem Boss schlecht dastehen, was? Na, das werden wir ja sehen. Zack. Thema Kopf. Meinst du? Unser Gegner davor. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Nicht nur Kopfweh. Ja, wir wissen ja auch jetzt gar nicht, was hier alles für Unterschiede sind. Das Codebuch jetzt überhaupt noch was, das wir gefunden haben? Haben wir uns jetzt diese Nebenaufgabe vielleicht, ich sag mal, verspielt? Hätten wir direkt zurückgehen sollen? Ist natürlich möglich. Das ist durchaus möglich. Hier sieht soweit aber alles gleich aus. Und Fink hat hier trotzdem das Sagen. Sammelgegenständen oder überhaupt von den Items, die hier liegen, scheint es keine Änderung zu geben. Hoffe ich zumindest, dass ich hier einfach rausgehen kann, ohne einen Nachteil daraus zu haben. Was liegen zu lassen. Ich gucke auch vorsichtshalber hier nochmal rein. Kein neues Voxophon oder ähnliches. Wir werden wohl noch sehen, was sich hier geändert hat. Nach da hinten mussten wir raus, oder? Ich habe mich wieder verlaufen. Da war ja ein Verkaufsautomat bei der Tür. Mit links einem, rechts einen Kinetoskopen. Ah, das ist neu. Das ist neu. Das sehen wir aber auch schon an dem Titel. Waffenschmied wird befreit oder wird freigelassen, dass es sich dabei um ein Kinetoskop handelt, das wir tatsächlich nur in dieser alternativen Welt finden können. Schauen wir uns das mal an. Waffenschmied freigelassen.
Verfahren gegen Chen Lin eingestellt. Was konnte hinter dieser Wende stecken? Was könnte hinter dieser Wende stecken? Vermutlich sein Schwager, der Sicherheitschef bei Fink ist. Aha. Hier gibt's leider nichts Neues. Ah, Moment. Hier, gut aufheben. Danke. Prima. Ist die Frage, ob wir unten jetzt eine andere Kraft aufwerten können. Wo war der Automat hier? Nein, das ist der Dollarbill. Wo war denn der Automat für die Kräfte? Der war doch auch hier unten, oder? Ja, hier. First Lady ist gleich immer noch Bronco-Hilfe. Das ist doch nicht wahr. Aber bevor die nachher... Nein. Beherrschungshilfe. Dass es günstiger ist, haben wir verpasst. Vielleicht kommt es wieder. Wenn nicht, ist es ebenso. Steht Fink. Ja, ich würde sagen, wir verlassen den Good Time Club. Und da das Video ja auch schon über 40 Minuten lang geht, werden wir uns den nächsten Teil dann tatsächlich auch erst im nächsten Video anschauen. Ich gehe nur schnell rüber, damit auch der Speicherpunkt festgelegt wird. Und dann schauen wir uns mal an, welche Unterschiede in dieser alternativen Welt alle existieren. So, wir kommen auf jeden Fall wieder in die Plaza auf Seal. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Bla bla bla, auch der Text ist gleich geblieben. Hier wird gerade das Profil gespeichert. Und ja, den Rest schauen wir uns dann im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.